Da seid ihr ja. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich grüße euch. Heute fahren wir nach Lemgo zum Schloss Brake. Das Schloss Brake wurde zum ersten Mal 1190 als steinerne Burg erwähnt. Wir schauen uns erst einmal ein wenig die Außenanlage an. Hier ist noch ein richtig schön erhaltenes Mühlrad zu sehen. Leider nicht in Betrieb. So, hier kämpfe ich mich mal ein bisschen nach vorne, um ein besseres Bild zu haben. Die Burg wurde immer mal wieder umgebaut, es wurde was abgerissen, dazu gebaut. 1983 wurde sie aber dann umfangreich saniert. Wir schauen uns jetzt einmal den Innenhof des Schlosses an. Übrigens kann man auch einiges im Schloss besichtigen für nur 3 Euro pro Person. Man kann sogar den ganzen Turm hinaufsteigen und einen Geheimgang entdecken. Also es gibt so einiges zu sehen. Das gibt es aber dann von mir in einem anderen Video.
Eine sehr schöne alte Fassade. Das schaue ich mir immer wieder gerne an. Wir gehen jetzt einmal um das Wasserschloss herum, denn wir wollen auch einmal die anderen Seiten sehen. Ist das nicht herrlich, wie sich das Schloss im Wasser spiegelt? Einfach klasse. Hinterm Schloss gab es eine Wiese mit vielen Schafen. So manche waren neugierig und kamen da noch etwas näher. Natürlich gibt es hier auch einen Schlosspark, da gehen wir jetzt einfach einmal durch. Immer wieder schön diese herbstlichen Farben und das Schloss im Hintergrund. Hier noch einmal einen Blick in den Park. Hier gibt es auch etwas Kunst zu sehen. Hier ein Blick nach oben. Und das bedeutet für mich, ich will auch mit der Drohne nach oben. Natürlich habe ich im Schloss gefragt. Es hatte niemand etwas dagegen.
Ja, von oben sieht das nicht klasse aus. Die Sonne steht genau richtig. Einfach herrlich. Später wird man noch sehen, wie nah die Tauben an der Drohne vorbeigeflogen sind. Drohne ist wieder sicher gelandet und dann geht es auch so langsam wieder zurück. Ich darf mich mit ein paar schönen Fotos von euch verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und Spaß gemacht. Wie schon erwähnt, die Aufnahmen von innen und die Besteigung des Turms zeige ich euch in einem anderen Video. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.